zweiter Travia. Nach kurzer Rast noch im ghoulischen Lagerplatz erreicht ihr nun, nach einem Tag der Reise, Warung. Schon die alten Alhanier haben hier ihre Städte gebaut und so könnt ihr die gewaltige Steinplatte 10 Meter in die Höhe steigen. Vorbei an den Sargnägeln der Göttern, die diese schwere Platte beschlagen haben. Dort oben konntet ihr über den Tafelberg blickend nur dampfend heißen Urwald sehen. Farn und Lian hängen herab, lockend, und tauchen alles in eine chaotische Widernatur des Lebens. Yalan wird an die Echsensümpfe von Maraskan erinnert, überall brüten unter dem toten Wetter Insekten. Der Pfad jedoch ist breit und ausgetreten, nur eine Stunde müsst ihr hindurchgehen, euch hindurchschlagen, dann steht ihr vor Warung. Zumindest nannten die Baumeister der Mukosha sie einst so. Heute überragt der Totenberg mit der goldenen Albtraumpyramide alles. Er wirkt fast so wie ein allsehendes Auge. Immer mal wieder haben die Haare der Magier ihnen zu Berge gestanden, wenn ihr die Nodices übertreten habt. Das Phänomen habt ihr schon analysiert und konntet sie als Kraftlinien zuordnen, die sich überall hier auf dem Berg bündeln. Der Grund dafür immer noch ungewiss. Was auch immer Praios, Rondra oder Sumu hier begraben haben, es ist anders als alles, was ihr bisher gesehen habt. Und über all dem thront die Pyramide. Über der Stadt hängt eine Wolke des Gestanks. Es riecht nach Asche und Tran, nach Fett und Honig, nach Aas und gesottenem Braten. Zweiter Lolgramot, im Namen der dunklen Mutter, 7 Jahre nach der Befreiung von Warung. Und so beginnen wir. Ein bezauberndes Örtchen. Wird unheimlicher, je näher wir herankommen. Denkt daran, Brüder, Schwestern. Eure neuen Namen. Nicht, dass wir uns schon jetzt verraten. Ich hoffe, ihr habt sie euch alle eingeprägt. Ich habe ja extra mitgeschrieben. Natürlich. Ja, natürlich. Euer Name war noch am leichtesten. In der Tat. Aber mein Name ist natürlich auch sehr schön an der Stelle. Erinnert mich aus. An einen Schifffahrer, der uns einmal, das Meer gefahren hat, über die blutige See. Tatsächlich. Wo der bloß herkam. Wer will denn von euch gleich unserer Anführer sein? Vermutlich Goldhand? Nun, ist der mit der goldenen Hand, wäre ich das wohl, ja. Wunderbar. Ich habe volles Vertrauen zu euch. Und auf der linken Seite das ewige Dornengestrüpp des Dschungels, was gar nicht so sehr tobrisch aussieht, sondern wahrlich viel mehr wie exischer Dschungel euch entlang geschmiegt. Könnt ihr dann irgendwann erkennen auf der Reise, wie auf der rechten Seite sich dann die Radrom nähert, und zwar 10 Meter unter euch, sodass die tiefen Klippen sich hier direkt senkrecht nach unten ziehen. Allerdings könnt ihr dann während des Strömen des Flusses von Nord nach Süd dem Weg folgen, könnt ihr dann vor euch eine merkwürdige Brücke erkennen, die wohl auf dem Wasser zu schwimmen scheint, beziehungsweise dann über hohe Stelzen nach oben führt und dann dem möglichen Passant dann einen Überweg bereitet. Ein kleiner Tempel der Charybdis, der tiefen Tochter, der sich wohl ebenso daran befindet. Und dann die großen Serpentinenstraßen, die euch dann den Berg nach oben führen. Diese Brücke ist eine interessante Konstruktion. Sie erinnert mich an Werke des Meisters Leonardo in Havena. Ich frage mich, wer hier tätig war. Und er war ja lange genug hier, oder? Der Leonardo? Nein, ich denke nicht. Sieht schon beeindruckend aus, aber. Vielleicht zwergische Handwerkskunst? Wer weiß. Oder er ist es sehr alt. Kann ich mal auf Steinmetz würfeln, um zu gucken, ob das zwergischer Beschlag ist, der Steine? Dadurch, dass es eine schwimmende Brücke ist, sie besteht nicht aus Stein. Okay, klar. Sie wirkt doch nicht sehr zwergisch auf dich.
Ich glaube nicht, dass das Zwerge waren. Wasser ist nicht unser Element. Ist aber ein wirklich beeindruckendes Meisterwerk. Vor allem, wenn sie zerstört ist, dann bietet sie eine Rückzugsmöglichkeit. Also der Feind kann nicht über den Fluss. Sie sollten das im Auge behalten. Und erst einmal sollten wir selber wohl hinüberkommen. Das ist wohl richtig. Und wenn jemand noch etwas zu sagen hat, bevor wir da sind, langsam wäre die Zeit. Denkt an die Passierscheine. Iseron, ihr hattet die Papiere nicht, wa? Selbstverständlich, sie sind Zeit, alle hier. Sinistra meine ich. Hier sind sie, Goldhand. Zeigt doch schon mal her. Wo müssen wir hinein? Nun, dort vorne ist das Tor. Ich nehme mal an, dort werden wir auch direkt kontrolliert. Hier ist der Passierschein, hier ist der Lieferschein und hier sind diverse andere Schriftstücke. Hm. Alle geordnet. Ich blicke nochmal auf den Lieferschein, der war auf Aluris Mangrave ausgestellt, nicht wahr? Als Beaufsichtigter, ja, irgendwo. Es sind auch viele Siegel oder Stempel der Hofloge vom Schwarzen Drachen darauf. Würfel mal auf, ich muss gerade gucken, Handel? Ja, Handel. Handel dürfte ich nicht haben. Aber ich weiß, wer es hat. Ja, ja, derjenige. Ja. Ich kann hierauf weder rein noch sonst irgendetwas machen. Ich sehe jetzt am Mangrave hier drauf, aber nicht, wer unser eigentlicher Ansprechpartner ist. Oder was die Bezahlung sein soll. Zeig doch mal, hier ist noch eine Rückseite, um Himmels Willen. Zeig doch mal her, vielleicht kann ich damit ein klein wenig mehr anfangen. Deswegen, ihr macht ja sonst auch die Bücher. Dann schaue ich mir doch mal den Zettel an. Ja, du drehst es kurz um. Du siehst zwar auch, dass das ganze Teriak dann an Rassasor geliefert werden soll, aber selbstverständlich gibt man es nicht bei Rassasor ab. Man gibt es auch nicht bei Lurith Mangrace ab, sondern bei Parel Notgelf, dem Nivesen-Norbaden. Den hattet ihr im Vorfeld schon durch eure Verbindungen analysiert mit der KGIA. Er besitzt wohl das Monopol für Teriak-Handel und soll dementsprechend irgendwo am Marktplatz sitzen. Bei Parel Notgelf gibt man es ab. Habt ihr das alles soweit verstanden? Hier, wir sollen es nicht zu ihm persönlich bringen, was natürlich auch für eure Pläne sehr von Vorteil ist, nicht wahr? Nun, hier hinten steht das drauf. Na, umso besser. Ich hätte es nicht gesehen. Ist doch egal. Nun ja, vielleicht könnten wir diesem Notgelf anbieten, dass wir es direkt hinaufbringen, wo es doch eh schon verladen ist. Wir können darauf bestehen, mit... Ich weiß nicht, an Mangrave zu reden, weil wir ein Geschäft von ihm wollen. Er ist ein bekannter Alchemist. Richtig, wir könnten einfach sagen, wir wollen Sachen einkaufen in den Laboratorien und gehen dort eh hinauf. Während ihr die Serpentinenstraße, den Berg sehr steil nach oben klettert, beziehungsweise mit euren Pferden und der Quadriga von Glorana nach oben fahrt, könnt ihr tatsächlich sehen, wie vor der Stadt einige Leute anstehen, um hineingelassen zu werden. Ihr dürft mir gerne eine Probe auf Heraldik würfeln. Sie ist erleichtert um 3, weil ihr dieses Siegel erst vor kurzer Zeit gesehen habt. Es sind zumindest eine ganze Menge Flüchtlinge, würdet ihr meinen? 3 Punkte über. Die Siegel sind wohl teilweise zerrissen, aber ihr alle erkennt das Siegel wohl wieder. Beilung. Eine ganze Menge Beilunker, die hier anstehen, um eingelassen zu werden. Allesamt abgemagert, ausgehungert, nur noch aus Knochen fast bestehend. Hoffen sie wohl auf eine Nahrung hier? Und links und rechts, wenn sich die Serpentinen, wenn das so ein bisschen zugelassen wird, könnt ihr so einige Einschläge erkennen oder Risse im Gestein, im Gespalt, im Molchenberg und einige Händler, die dann hier stehen, die dann nicht nur Nahrung und Essen verkaufen für überteuerte Preise, sondern vor allem auch Duftwachs, einige Kerzen, auch einige Zylinder und Hüte, die man dann bespannen kann mit diesen Kerzen oder die man dann in die Hand nehmen kann mit irgendwelchen Handschutzen, damit das Wachs dann nicht auf die Hand tropft, oder sowas wie Pestdoktorenmasken. Der Geruch wird stärker. Haben wir so etwas im Gepäck schon? Bisher nicht. Auf den Wagen waren also auch keine. Nein. Mhm.
Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn wir uns mit diesen Dingern ausstatten. Der Gestank muss ja überwältigend sein. Vielleicht sind wir das nicht unbedingt gewohnt. Andererseits könnte es uns auffliegen lassen, da Leute, die öfter hier sind, vor Gefühl nicht keine Probleme damit hätten. Nun ja, aber wir sind ja eigentlich nicht öfter hier. Außerdem wird die Expedition von Glorana nicht jedes Mal mit neuen Leuten ausgestattet, weil viele auf dem Weg dorthin, Tode kommen. Das ist wahr. Dann sollten wir uns wirklich nach etwas solchem umsehen. Zur Not hier nehmen wir Halstücher. Feuchten sie an, halten sie uns vom Mund und Nase und nehmen ein wenig Parfüm. Das hat in Elborum schon nur leidlich funktioniert. Boah, aber es hat mir immerhin funktioniert. Ich bin so froh, dass meine kleine Freundin hier so gut duftet. Ha. Ach, passt bloß gut auf sie auf. Natürlich, natürlich. Ich werde ihr keinen Schaden angedeihen lassen. Was meint ihr, sollen wir uns anstellen bei den Ghoul-Anwärtern oder vorbeidringen? Bei den Flüchtigen? Nein, wir stellen uns natürlich nicht hinter ihnen an. Das würde gar nicht zu dieser Rolle passen. Was auch immer wir brauchen, wir können es wohl in der Stadt auch noch besorgen. Das ist wohl wahr. Ich denke wohl auch, dass man uns etwas eher Einlass gewähren wird als dieser Masse an Flüchtlingen. Ja, ihr könnt euch dann an ihnen vorbeidrängen und wenn ihr dann hier mit eurem Selbstbewusstsein und der allen Arroganz, die ihr aufbieten könnt, dran vorbeimarschiert, dann wird dann wohl auch sicherlich keiner, vor allem bei der riesigen Statur von Rafim, den Eindruck machen, dass er sich da euch in den Weg stellt. Also, dass ihr dann nach weniger kurzer Zeit an den Menschen vorbeigeht, blutunterlaufene Augen, bis ihr dann an dem Tor steht, beziehungsweise auch hinter der Gabelung, wo es wohl weiter nach oben auf den Albtraumberg geht, mit der goldenen Pyramide, weil hier in der Hauptstraße oder Hauptstadt könntet ihr dann auf die Drachengarde treffen, die dann hier kontrolliert, euch allerdings auch nur zunickt und nicht einmal mehr so etwas wie eine Kontrolle macht, keine Steuern, die dann hier bezahlt werden müssen. Sie blicken nur auf die Siegel, sowohl dann von euch, sie blicken auf die Pferde, auf die Siegel, die auf den Fässern klaffen, werden da keine weiteren Fragen stellen, sondern nur noch irgendwelche Flüchtlinge beiseite drücken, damit das Teriak an euch vorbeitransportiert werden kann. Ihr könnt aber wohl auch erkennen oder hören, während ihr dran vorbeirattert mit eurem Wagen, dass die Drachengarde einzelnen Leuten, sie werden gefragt, was sie dann für eine Profession nachgehen, Handwerker, die dann tatsächlich auch mit Silbertalern belohnt werden oder mit wenigen Kupfer- oder Eisenmünzen. Und je nachdem, welches Handwerk sie dann nachgehen und dass sie in Listen eingetragen werden, damit sie dann auch gleich Arbeit finden. Und seht an. Tatsächlich lässt sich doch nicht jede Arbeit durch Untote ersetzen. Na, glaubt nicht, dass die in 2 Wochen alle noch leben. Vielleicht nicht alle. Aber nun ja, die Bauarbeiten in dieser Stadt scheinen immer noch nicht abgeschlossen zu sein. Nun, ich glaube, dass sie in 2 Wochen sehr wohl noch leben. Sie werden spätestens dann sterben, wenn sie ihren Nutzen erfüllt haben. Dann werden sie weiter dienen. Jedenfalls, wir sollten uns nach einer Unterkunft umsehen und nach dem Herrn Notgelf. Ja, während ihr durch die Straßen hindurch zieht, direkt auf der Hauptstraße hier wohl, die nach Norden führt, könnt ihr links von euch die Herberge Rittersruhe erkennen, die wohl allerdings nicht mehr als einen imposanten Namen hat. Also ist es eine billige Absteige für abgebrannte Reisende, für Mietlinge und die ersten Flüchtlinge, die dann aus Beilung wohl kommen oder aus anderen Gebieten der Varunkai oder aus Weißtobrien, werden dann direkt hier unterziehen. Ja. Wir sollten uns was Besseres suchen als dieses dort. Ist es wohl kaum unserem Stand angemessen? Ich nicke nur. Also ich denke, auf dem Marktplatz, wenn es so etwas gibt, hier wird ein vernünftiges Hotel, eine Herberge sein. Ja, aber natürlich, ein Marktplatz sollte, wenn ich mich nicht täusche, noch ein ganzes Stück in die Stadt hinein sein. Ich denke auch, zumindest wenn er noch an der gleichen Stelle ist wie früher, als ich hier manchmal durchkam. Wir sind wohl kaum in Jolgomak. Also gut, dann los. Wir können ja sonst zur Not auch, wenn wir irgendwas Lebendes finden, es fragen. Ja, lebende Personen findet ihr tatsächlich eine ganze Menge. Und wenn ihr dann so durch die Straßen und Gassen zieht, es sind eine ganze Menge lebende Leute unterwegs. Es gibt auch einige schwankende Skelette, die euch allerdings nicht, die euch einfach ignorieren, die hier Dinge
aufheben. Es sind dann irgendwelche schweren Kisten, die sie von der einen Position zur anderen Position bringen. Ihr könnt untote, kalte Alriks erkennen, die dann hier von A nach B gehen und ebenso dann ihre Körperkraft zur Verfügung stellen, die irgendwelche Händler begleiten. Ihr könnt dann auch in den offenen Straßen erkennen, bei den Handwerkern, irgendwelche Knochenschnitzer, die ihr erkennen könnt, oder eine Grube, die hier direkt neben der Hauptstraße angebracht ist, eine Räuchergrube, also großes Feuer, was dann aufgeschichtet ist, was dann sehr groß und rosig brennt. In irgendwelchen Käfigen hängt dann frische Untote, die dann hier wohl eingeräuchert werden. Es gibt große Bassins, wo irgendwelche Bademeister davor stehen und dann andere Untote, die dann ein bisschen verfallen aussehen, wohl baden, abwaschen mit Alkohol, einbalsamieren ist das nicht wirklich, aber ihr könnt auch wohl einige Mokosha-Priester erkennen, zumindest könnt ihr das Siegel der Biene darauf erkennen, die dann wohl irgendwelche Untote einwachsen mit Bienenwachs und tatsächlich auch eine ganze Menge von weiteren Händlern, die ihr auch schon weiter gesehen hattet, die dann hier ihre Duftkerzen anbieten, denn es stinkt tatsächlich unglaublich ekelhaft. Es erinnert mich auf perverse Art an bestimmte Manufakturen im lieblichen Feld. Diese verdammten Nekromanten. Ja. Einer der Händler ruft euch wohl heran. Ihr könnt erkennen, dass er wohl eine der Pestdoktoren Masken trägt, wo viele, viele Kräuter im Inneren dieses langen Schnabels sich befinden. Aber kommt ja. Daran! Aber ja doch, guter Mann. Was habt ihr denn Fall zu bieten? Ihr habt noch keine Duftkerzen bei euch, oder? Bestes Wachs. Mit Rosenwasser. Mit Rosenwasser, so. Ich blicke mich mal in die Ränge meiner Gefährten um. Nickt irgendjemand im Sinne von, ich möchte das haben? Ja, ich nicke. Durchaus. Nun dann, gebt mir doch mal eine Handvoll. Was ist der Preis? Nur wenige. Ein halbes Silber, mein Herr. Ein halbes Silber, aber ich bitte euch. Für euch doch sicherlich keinen Preis. Aber für so wenige Kerzen können wir uns doch sicherlich auf, sagen wir, 4 Kupferstücke herunterreinigen, oder? Ihr kommt doch aus Glorianien, oder nicht? Müsst ihr doch Geld haben wie Heu. Müsst ihr doch eigentlich keine Rolle spielen. Und wie kommt man an Geld, guter Mann, indem man es nicht zum Fenster hinauswirft? 4. Na gut, machen wir 4 draus, aber muss ich drauf bezahlen, weil ihr es seid. Ich gebe ihm die 4 irgendwie Dämonenkronenstücke, whatever. Ja, das, was du von dem Wagen dann runtergenommen hast. Genau, und streiche die Kerzen ein und knirsche etwas mit den Zähnen, ob dieser unnötigen Falscherei. Mhm. Ja, kannst du auch sehen, wie er sie dir wohl nach dem Verkauf direkt auch anzündet, damit dann dieser wohlstromende, dieser Rosenduft sich so ein bisschen ausbreitet, der sich dann wohl auch sehr, sehr schnell verflüchtigt. Aber wenn du dich umblickst, musst du was mit deiner Selbstbeherrschung kämpfen, dass du hier nicht irgendwie in diese Jauchegruben reinkotzt, wo dann die Untoten dann auf dem offenen Feuer, es ist nicht geröstet werden, aber sie werden einfach nur eingeräuchert. Du blickst noch einmal zu diesem riesen Bassin, wo dann irgendwie Wasser, Alkohol, es stinkt echt ekelhaft nach Verwesung oder nach diesen Versuchen, dass man die Untoten irgendwie haltbar bekommt. Wo dann das Fleisch, du kannst auch noch sehen, wie es irgendwie auf offener Straße rumliegt, wenn es dann einfach abgebröckelt ist, weil es schon so sehr vermodert ist. Du kannst auch noch einige Hunde erkennen, die dann hier auf offener Straße herumlaufen. Vielen von denen fehlten wohl auch irgendwelche Gliedmaßen, also irgendwelche Beine, die dann abgenagt worden sind. Vielleicht haben sie sich selber abgenagt oder von den Ghoulen, die hier wohl auch irgendwo in den Straßen sind. Wenn man hier nochmal umblickt, direkt an dem Händler am Marktplatz, könnt ihr wohl auch einen Anschlag erkennen, dass es wohl für getötete Ghule Sack Kartoffeln gibt als Belohnung. Also das freie Volk darf Ghule in den Straßen jagen, in den Gassen. Wenn wir zurückkommen, knuffe ich aber mir nochmal an die Seite, dass ihr euch wohl benehmt. Ich bin am unauffälligsten von euch allen hier wohl. Der Einzige, der sich bis jetzt verdächtig geäußert hat. Nun, ich habe es leise geäußert. Der Jungspunde streitet nicht. Weiter geht's. Auf der linken Seite könnt ihr das ausgeschildert, das ist als Siechen- und Gebeinhaus erkennen. Aber ja, dann du erkennst es. Es ist wohl ein ehemaliger Praios-Tempel. Geschändet. Seht euch das an. Selbstbeherrschungsprobe. Oh je. Schauen wir mal, was du so an Nachteilen hast, die hier vielleicht an Relevanz wäre. Scheißegal. Yeah.
ich hab ein Chip, ich hab ein Chip, ich hab ein Chip. Ich möchte gerne die ganze Probe chippen. Das ist nicht viel besser, aber es reicht. Dann kann er meiner Nachteil ist höher als 7 Punkte. Ja, aber wir können die ja so summieren. Ich denke nicht, dass es da so allzu viel Summierbares gibt. Gerechtigkeitswahn gebe ich dir, aber der ist 4. Ja, und Selbstsucht? Warum Selbstsucht? Was hätte ich davon? Was würde es mir selbst jetzt nutzen, von meinem Wagen zu springen und zu zetern? Da habe ich nichts von. Du machst das ja gerne. Selbstsucht wäre es eher, jetzt die Klappe zu halten, um nicht aufzufallen. Okay, gebe ich dir recht. Wie hoch ist deine Moralkodex? Hast du nicht, ne? Weggekauft. Weggekauft. Ja, du merkst wohl, wie dein Kiefer malt und deine Zähne so ein bisschen von innen abschabst, beißt ein bisschen drauf, kannst wohl sehen, wie wohl irgendwie so ein Leichen- und Lumpensammler irgendwelche Toten da ablädt. Siehst wohl, wie ein anderer Nekromant da vor einem Siebenkreis steht, mit 7 Zacken, irgendwelche Runen, und da wird er jetzt wohl direkt vor dem Siechen- und Gebeinhaus einen Untoten nach dem anderen erheben. Ich zermale noch das untere Ende meiner Kerze nahezu mit der Hand, überfahre fast einen der Träger, die hier rum sind, und starre geradeaus, in der Hoffnung, nicht länger drauf schauen zu müssen. Ja, gerade von der rechten Seite, während Jalan sich so ein bisschen auf den Praios-Tempel konzentriert, könnt ihr auf der rechten Seite wohl mehr tierischen Gestank wahrnehmen und könnt da wohl auch den einen oder anderen Goblinoiden erkennen. Das rote Fell ist aber wohl viel mehr schwärzlich geworden. Viele Büschel, die da ausgefallen sind, und auch wohl den ein oder anderen Ork, der da rumsteht. Sie leben wohl alle noch, aber eine ganze Menge an Orks. Also ihr würdet wohl meinen, dass hier in der Nähe auch vom Gestank her irgendwo die Höhle von Kunkara sich befinden muss. Auf eurer Liste, während ihr weiter rumpelt. Ja, ihr folgt der Hauptstraße weiter nach. Ihr habt so ein bisschen die Orientierung verloren, gerade in diesem beißenden, dieser beißenden Wolke. Aber die Stadt ist insgesamt sehr hell, möchtet ihr meinen. Überall sind Straßenlaternen, die hier rumhängen, und rosige, rauchige Fackeln und Laternen, die hier rumhängen, und dass diese ganze Stadt in ein merkwürdiges weißes Licht tauchen. Jetzt riecht es aber vor allem auch viel nach Wal, nach Tran, nach Fett. Ihr wisst ja schon, dass es wohl eine ganze Menge an Wal gibt, das dann hier benutzt wird. Also nicht nur das Fleisch, sondern auch den Tran. Ihr habt ja selber auf einen ganzen Karren, der dann damit beladen ist. Aber auch hier, die ganze Stadt wird erhellt. Auf der linken Seite könnt ihr dann eine weitere Beinschnitzerei erkennen, und Rafim kann dann seinen Ärger, also seinen Zorn, so ein bisschen runterschlucken, als er einen geschändeten Rondra-Tempel erblickt, der jetzt wohl aber eher ein Bordell ist. Ah, Bordell zu Rondras Zitzen. Sie waren schwach. Ich frage mich, warum diese verdammte Stadt so hell ist. Was bezwecken sie damit? Gute Frage. Die Gute fernhalten. Das ist ein guter Punkt. Aber sind Untote an sich nicht auch lichtscheu? Ich glaube nicht, dass wir Skelette noch viel sehen können. Ich denke, es ist anderes Licht. Ist doch jetzt auch egal. Habt ihr von diesen Goblin gesehen? Da war eine ganze Rotte von denen. Ich frage mich, irgendwo dort einer von den unseren Gesuchten ist. Bestimmt. Nun, es hängen zumindest noch einige Orks in der Nähe herum. Liegt wohl nahe, die Vermutung liegt nahe. Liegt nahe, dass sich die Bepelzten zusammenrotten. Wir sollten uns bei Gelegenheit diesen Ort etwas genauer anschauen. Vielleicht einmal. Bei Gelegenheit, ja. Vor euch öffnet sich dann die Straße zu einem großen Marktplatz, der gefüllt ist mit allerlei Händlern. Hier könnt ihr vor allem dann die Siegel von Mendena und Xeran erblicken. Die ganzen fetten und weißen Händler, die dann hier stehen. Nicht so sehr viele Gräume, aber eine ganze Menge an verschiedenen Waren, die angeboten werden. Unter anderem auch Sklaven von der Piratenküste, die dann hier feilgeboten werden, entweder tot oder auch lebendig. So dass ihr das Ganze so ein bisschen begutachten könnt. Kiaras, gib mir mal bitte eine Gassenwissenprobe. Sie ist erleichtert um 3. Natürlich. Hat es dann auch auf den Vertragspapieren gesehen, wo die Hofloge dann gastiert?
Ist es zumindest das Gasthaus zum Kaiserdrachen gewesen, was dann hier irgendwo am alten Pranger sich befinden sollte? Auch einen riesigen, ja, eine große Holzkonstruktion, die aus der Mitte des Marktplatzes heraushängt. Wohl aktuell nicht benutzt, aber zumindest ziemlich groß und auch zwischen den ganzen Händlerbuden dann entlang. Kann Kiaras dann nach links abbiegen und euch dann zum Gasthaus Kaiserdrachen führen? Nun, das sieht doch aus, als sollte es das beste Haus am Platz sein, oder? Oder naja, gut, zumindest das wenigstens schlechteste. Ich schau mir die Fassade mal an. Ja, definitiv. Also du guckst dir die Fassade an. Ja, das ist eine gute Adresse. Sie erinnert euch vielleicht so ein bisschen an das Hotel Schwarz und Rot in Yolgurmak. Also ist definitiv eine gute, bevorzugte Adresse und ihr könnt tatsächlich auch noch ein Logenzeichen sehen von den Hoflieferanten, die dann hier wohl also permanent runtergekommen sind. Großes Siegelzeichen von sowohl Pavi als auch von Gloranian. Nun, ich denke, es scheint angemessen. Sehen wir zu, dass wir die Wagen irgendwo unterstellen können, unter Bewachung natürlich. Ich traue diesen Hunden hier nicht.